Da ist die Hütte, da führt auch ein Weg hin. Ach, hör auf. Was liegt da denn? Ist das was oder ist das ein Grafikfehler? Warum ist da eine Blume? Ich will hier ehrlich gesagt nicht runterspringen. Ich gehe mal hier vorsichtshalber runter. Nicht, dass wir hier gleich abrutschen. Das wäre doof. Hier ist eine einzelne Blume, gesundheitstechnisch für Medizinbeutel. Warum auch immer. Aber sie ist da. Weiß noch nicht warum. Komme ich hier hoch? Natürlich komme ich hier hoch. Okay. Hier geht es vielleicht weiter. Ja, so ein bisschen. Das geht ganz schön schnell. Ich finde den Hall übrigens schön, wenn sie hier spricht, so in den Bergen. Wenn hier so ein Echo bildet. Okay, ich sehe immer noch keinen Sägezahn. Da geht es relativ schnell runter. Da oben hat einer einen Felsen abgestützt, wie ich sehe. Ich versuche mal mein Glück. Ich renne einfach mal hier so weiter. Oh, da oben ist ein Wächter. Zwei Wächter. Warum sind hier Wächter? Aha. Gibt es hier irgendwas? Da ist ein Speicherpunkt. Hier scheint auch noch irgendwas zu sein. Hier ist ja der Ende vom Weg. Also von einem anderen Weg. Da gibt es eventuell auch noch irgendwas. Da gehen wir gleich mal hin. Vielleicht. Komm, ich gehe auf den Weg lang. Hier ist irgendwo ein Lagerfeuer noch. Da könnten wir dann mal unauffällig speichern. Muss es jetzt? Irgendwo voraus? Irgendwo da. Komm ich da hin? Hier nicht. Aber hier. Da führt ein Weg rüber. Da ist ein Seil gespannt. Da gehe ich mal hin. Okay, interessant. Also ich finde es echt mega interessant hier zu erkunden. Guck mal da, ein Sucher, ein Wächter, ein Sucher. Zwei sogar. Warum sind die hier? Gibt es hier irgendwas? Ich meine, oh, die sind ja nicht aus Spaß an der Freude hier, oder was? Normalerweise beschützen die ja eher so Herden. Aber der hier macht offensichtlich nicht viel. Den erwische ich nicht. Den auch nicht. Die habe ich gerade ein Stück Rüstung abgeschossen. So, der ist hin. Der ist auch hin. Und der hat sogar was Blaues gedroppt. Aber warum sind die hier? Also bedrohlicher Unterton gerade. Warum seid ihr Ich hier? habe schon geahnt, dass es schneien würde. Warum seid ihr da oben? Guck mal da. Okay. Wie komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Wenn ja, wie? Wie gesagt, aus Spaß an der Freude
bin ich sicherlich nicht hier. Oder kann ich hier sicherlich nicht her. Kann ich mir nicht vorstellen. Also so ein Gebiet, das doch sehr abseits liegt hier gerade. Und dann da oben noch so ein Ding drauf. Da muss doch irgendwas sein, oder? Eigentlich. Oder das Spiel will mich glauben lassen, dass da was sein könnte. Verarscht mich aber nur hart. Wer weiß. Wir gucken vielleicht später nochmal hierher. Mal schauen. So, da hätte ich auch wieder hochgekonnt. Hier kann ich auch runter. Die Frage ist, warum? Ich sehe auch keinen wirklichen Weg hoch. Da oben ist auf alle Fälle ein Baum oder irgendwas. Da oben ist auch noch irgendeine Schale. Und hier sind auch noch Sachen. Also irgendwas ist da oben. Oder ist das der... Also muss irgendwo... Es muss hier sein, ne? Ist nicht zufällig der Hindernislauf hier, oder? Den wir da lang, den wir da schon absolviert haben. Gute Frage, gute Frage. Ich finde es ein bisschen doof. Ich meine, die Karte sieht geil aus, auch schön dreidimensional und alles. Dass man aber nicht weiter ranzoomen kann, um vielleicht genauer irgendwas ein bisschen genauer zu erkennen. Vielleicht kommen wir da hinten bei der Weggabelung oder beziehungsweise da, wo die, da wo der Weg eine Kurve macht. Vielleicht kommen wir da irgendwo lang. Da irgendwo hier so hoch. Was? Was? Untersuche die. Wieso bist du eingesperrt? Ich komme gleich. Ja, ja, mach dich mal locker. Schrei nicht so rum, Junge. Hier ist Lawinengefahr. Hallo! Oh, ja, ich komme. Wo bist du denn? Bitte! Wie komme ich hier rein? Hä? Hilfe! Ist keine Tür oder was? Ich mach mal hier, ne? Ich bin eingesperrt! Ja, ja. Schäbenspielkiste, schön. Noch eine, sehr gut. Und die nehme ich auch mit. Hallo! Bitte! Hä? Sperr die Tür auf. Hilfe! Wieso bist du da drin eingesperrt? June. Ich bin eingesperrt! Ja, ich habe dich schon beim ersten Mal gehört. Ist da jemand? Ja, ja. Bitte lass mich raus! Hey. Urmutter sei Dank. Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Was? Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Schrei nicht so rum, Junge. Du wohnst hier an einem Hang, wo Schnee liegt. Was ist los mit dir? Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Mhm. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Ja, genau. Leb wohl. Ich sag's dir, die müssen für ihre Taten büßen. Meine Güte, suche das Gebiet nach Spuren. Die sind den Berg rauf, okay? Die Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen haben. Mein Fokus müsste sie finden. Da lang? Jo, hier lang. Okay. Hier gab's doch sonst nichts weiter, ne? Oder? Was ist da unten? Da ist nichts weiter. Die Kisten haben wir mitgenommen. Die machen wir dann auch zu gegebener Zeit auf. Erstmal nicht. So sammeln sich auch gut Rohstoffe, wenn du solche Kisten sammelst.
Oh, hier muss ich, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, wie mir scheint. Könnte gleich gefährlich werden. Nicht einstürzen, bitte. Danke. Keine Fallen aufgestellt und so, ne? Vielleicht kann mein Fokus mir weiterhelfen. Schieß nochmal! Meine Pfeile sind alle! Die Ausgestoßenen, die die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Mhm, ein Sägezahn. Das ist ja toll. Okay, ich muss da drüben ins Gebüsch kommen. Mist. Das war nicht so schlau. Kommt der hier hoch? Ich gehe mal lieber. Schon mal weg. Dann mal los. Der haut ab. Mach du mal. Ich komme gleich. Aber ich habe kaum noch Pfeile, sehe ich gerade. Das ist aber nicht so gut. Ich brauche jetzt nämlich alles, was ich kriegen kann. Ich würde ihm tatsächlich mit so einer Sprengfalle würde ich ihm eins reinhämmern wollen. Der sieht ziemlich sauer aus. Stufe 15. Und gerade ein bisschen aggressiv, wie mir scheint. Könnte ich den... Ich will ehrlich gesagt nicht, dass der mich entdeckt. Ich muss irgendwie da unten ins Gebüsch kommen. Hm. Könnt ihr den mal ablenken? Bleib mal ein bisschen auf Abstand, ne? Jetzt los. Urmutter sei Dank! Ja! Ich hol dich von den Beinen!
es erwischt! Töte es! Ich arbeite dran. Oh, der kann gar nicht mehr. Weg. Nice. Kurz mal angefesselt. Und tot. Das war sehr schön. Oh, der hat nicht mal was Spezielles dabei. Das ist aber ein bisschen low, oder? So, der eine liegt da hinten irgendwo noch rum. Den hole ich mir später. Ach, hier vorne ist er. Vorsicht, darf ich mal? So, jetzt zu dir. Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Ihr habt John aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt, er hat's nicht mal bemerkt. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten John bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst und nahmen, was wir fanden. Hier. Einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf. Und bleibt zusammen. Vielen Dank. Jan hat ein bisschen übertrieben, befürchte ich. Komme ich da hoch? Ich sehe so aus, sieht so aus, als ob ich da hochkomme. Ich gehe da mal hoch, ne? Vielleicht kann ich mit den anderen noch reden. Hey. Warum? Was tust du da? Warum tust du es? Hallo? Nee, der lebt noch, oder? Ich kann mit den anderen gar nicht interagieren. Das ist ein bisschen low. Doch auch ein bisschen low. Ah, geht aber mit dem Fesseln, Alter. Der hat aber ordentlich was gebraucht an Fesselzeugs, ne? Lass mich mal gucken. Seilwerfer. 150 abreißen. Okay. Größere Ziele erfordern mehr Seile. Ja, ja, okay, weiß ich. Ich warte noch. Ich weiß, ich kann das alles modifizieren hier, wie so ein Geistesgestörter, aber ich warte noch auf bessere Items. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch für Modifikationen? Noch 3. Okay, wir haben eine ganze Menge Modifikationen. Wir können, glaube ich, noch ein bisschen was investieren, oder? In so einen grünen Scheiß. Gerade in den Bogen. Den brauchen wir ja nun doch öfter mal. Im Moment haben wir da 6 Feuer und 6 Schaden drauf. Schaden und Abriss. Abriss wäre gut, weil der ist sowieso auf Abriss getrimmt, ne? Und der hätte noch mehr Abriss. Plus 2. Feuer und Handhabung 6%. Handhabung. Ach, geht eigentlich. Handhabung ist okay. Handhabung, Schaden und Eis. Schaden und Eis. Also Eis bringt gar nichts. 6 Feuer. Warte mal, wir haben da 6 Feuer, 6 Schaden drauf. 6 Feuer, 6 Schaden. Vielleicht sollten wir Abriss damit drauf tun.
Oder Schaden und Abriss. Ich glaube, Schaden und Abriss ist gut, oder? 9% Schaden, 6% Abriss. Ich mach die da mal rein. Wir können die sicherlich bald mal wiederholen. Die Schleuder benutzen wir aktuell nicht so oft. Den Seilwerfer und die Stolperfalle hätten wir noch. Mal gucken, was wir hier rauf haben. Abriss können wir hier rauf machen. Handhabung. Schaden ist egal. Handhabung geht eigentlich. Da würde ich glatt auch Abriss nehmen. Mache ich auch. Die Stolperfalle. Und die Schleuder. Was haben wir denn hier so? Pass auf, wir haben da Eis, 6%. Hier hätten wir Eis und Schaden. Eis und Schaden wäre schon gut. Und Blitz und Schaden müsste da eigentlich rauf. Boah. Schock, Abriss und Verderbnis. Gut, Verderbnis bringt nichts. Also nur Schock bringt hier was. 28%. Oh, hier geht es auch noch weiter. 6 Schock, 6 Schock. Handhaben. Schaden machen die gar nicht. Ist auch nicht notwendig. Handhabung und Eis. Ach doch, und Schaden. Okay, das könnte man machen. Handhabung ist nur 40. Hier haben wir noch 25% Schock. Schock, Abriss und Verderbnis bringt nichts. Ich würde auf alle Fälle den Schock darauf machen. Ja, wobei, die will ich gar nicht. Die nutze ich viel zu selten. Stolperfalle, was können wir da raufschmeißen? Was haben wir denn da? Da haben wir 160 Schock und 250 Explosion. Handhabung, Schaden und Eis bringt gar nichts. Also zumindest nicht viel. Hier hatten wir Schock, ein bisschen. Schock, Abriss und Verderbnis bringt nichts. Hier hatten wir nochmal Schock, 160. Weiß ich nicht, wenn, dann würde ich ja die Grünen reinhämmern. Also hier hatten wir einen Schock. Schock, Schock, Schock und Schaden. Schock und Schaden können wir machen. Der bringt auf beide was. Machen wir den da rein. Schock, Schock, Schock. Handhabung, Schaden, Eis und Handhabung. Handhabung geht eigentlich. Das ist ja Stolperfallen-Ding. Also die muss nicht auf Handhabung. Schock und Explosion könnte da noch rauf. Oder nochmal Schock. Aber Schock nutze ich, werde ich nicht so oft nutzen. Deswegen lasse ich den mal frei. Vielleicht finden wir noch was anderes. Dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Eis mit 6. Eis und Schaden hätten wir einmal. Nochmal Eis mit 6. Machen wir da einmal Eis und Schaden drauf. So, da hätten wir einmal Schock, 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 Schock. Handhabung, Schaden und Eis. Oder Handhabung. Da habe ich dann eher auch nochmal Schock mit drauf nehmen. Weil davon haben wir so viele. Davon können wir mal ruhig einen darauf hauen. Zack, dann haben wir das auch schon mal modifiziert. Und Outfits. Oh ja, Outfits. Ich würde durchaus auch auf das hier gehen. Weil wir hier natürlich schon einen Modifikator reingehämmert haben. Ich brauche andere. Das schützt gegen Elemente. Das finde ich auch nicht so nice. Das ist das Normale. Bringt im Endeffekt gar nichts. Oder das Schleichding. Was haben wir denn so? Hier hatten wir den sehr seltenen, den Nahkampfschutz. Der müsste eigentlich auf die Rüstung rauf, die wir anhaben. Aber lohnt halt gar nicht. Fernangriffsschutz ist okay. Eisschutz, Nahkampfschutz. Tarnung. Tarnung und ein bisschen Feuerschutz. Tarnung ist eigentlich gut, ist aber ein seltenes Ding. Möchte ich da auch nicht reinpumpen. Schockschutz wird nicht viel bringen. Schock und Nahkampf. Was haben wir denn hier drauf? Feuer und Nahkampf. Da würde ich ja... ja, eigentlich den da reinschmeißen, aber das lohnt sich nicht. Und den auch nicht. Und dann haben wir da einen Feuerschutz drauf. Beziehungsweise Feuer und Nahkampf. Hier hätten wir dann Schock und Nahkampf.
Also das ist... Oder Eis und Nahkampf. Also bringt nichts, die Rüstung jetzt aufzuwerten, meiner Meinung nach. Deswegen lassen wir das mal. So, wir könnten... Waffen können wir machen. Hier fehlen immer noch Schweinsknochen. Schleuder können wir machen. Köcher fehlt noch was. Fallenbeutel könnten wir machen. Trankbeutel. Pfeil. Upgrade 3. Ein davon. Ich glaube, den mache ich mal. Der kostet nicht so viel. Fuchs und Fleisch. Stolperfallenmunition. Mache ich auch mal. Rüstung können wir machen. Waffen können wir machen. Dafür brauchen wir fettes Fleisch. Hier brauchen wir Schweinsknochen. Dann können wir nicht beides machen, ne? Waffen plus 5. Zack. Den auch nochmal. Zack. Hier fehlt immer noch Schweinsknochen für. Der geht nicht. Der geht nicht. Der geht nicht. Der geht auch nicht. Der geht auch nicht. Der geht auch nicht. Und der geht auch nicht. Gut, dann müssen wir wieder ein bisschen mehr jagen. Der ist voll. Den machen wir. Den. Davon brauchen wir auch wieder ein bisschen was. Mal voll machen. Der ist voll, der ist voll, der ist auch voll. Gut, jetzt muss ich wieder zurück. Boah. Läuft hier zufällig irgendwo ein Tier rum? Wenn wir gerade hier sind. Wo geht's denn da eigentlich so hin? Ich bin hier. Ah, hier würde ich nach hier kommen. Was ist das denn? Was ist das denn? Noch nie gesehen. Hier sind's. Ah, hier ein bisschen auf dem Berg drauf, sehe ich gerade. Das Dörflein. Also den haben wir verpasst, weil wir da oben zugelaufen sind. Denn, rein theoretisch kann man ja hier wieder rauslaufen und dann so rum. Aber wir geben jetzt erstmal das Ding da ab. Ich könnte mich da jetzt hinbieben, aber will ich gar nicht. Wo bin ich denn? Wo komme ich denn her? Von da. Ich brauche unbedingt noch Schweinsknochen, Alter. Boah, ich habe schon wieder so viel Holz. Ich habe auch schon wieder so viel Rohstoffe in Kisten eingelagert. Hallo? Geht ja gar nicht. Das ist voll, so, wollen wir mal einen Zahn zulegen hier. Also ich bringe mir jetzt die Traumweide, weil ich die Traumweide selber brauche. Das verstehe ich auch nicht so ganz. So, Captain Knauserich, was ist denn da los? Hier ist die Traumweide. Bringen Sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen Sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern, miteinander reden und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ja. Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Kann ich ihm eine reinhauen? Sieh mal in den Spiegel, Jun. Eine Ausgeschossene hat dir geholfen, weißt du noch? Schon seltsam, dass du Ausgestoßene so hast, John. So ganz allein hier draußen bist du praktisch selbst einer. Ich bin sehr gern allein. Schön für dich, denn ich sehe niemanden, der dir wegen deiner Gesellschaft die Tür einrennt. Bis auf Ausgestoßene, die Traumweide wollen. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Ich bringe die Traumweide zu Fia. Aber du hattest kein Recht, so mit mir zu reden. Na, warum wenn das jetzt hatte? Bemerkenswerte Belohnungskiste. Ich würde sie gerne öffnen, aber ich traue mich nicht. Aus inventartechnischen Gründen. Beziehungsweise, ich kann ja eigentlich mal gucken, wie viel Platz hätten wir noch so. Hier haben wir 5 von 15, 5 von 15, 22 von 30, 44 von 50. Ach komm, machen wir auf jetzt hier. Was ist denn da drinne? Plus 27% Schaden. Eine Spule, nice. Okay.
Mhm. Okay. Plus 25% Eis. Schön. Gratis Probenkiste. Das geht. Das geht auch. Plus 8% Schaden. Alter Schwede, ey. Was geht hier ab? Das geht. Scherbenspielkiste. Hier sind eh nur Scherben. 20 Stück. 10. Und Nummer 20. Und eine bemerkenswerte Belohnungskiste, die aber gewöhnlich ist. Wow, hat sich. Wow, hat sich. Wow. Jetzt muss ich nochmal gucken. Waffenmodifikator. Wir haben jetzt hier 9% Schaden und Abriss. Hier könnten wir plus 27% Schaden machen. Alter Schwede.